One Up Dudes presents Super Mario World von One Up Dudes. Also es ist Super Mario World, ihr wisst schon, mit unserem lieben Held Mario, der unten auf dem Bildschirm ist. Ja, es ist Mario. Was habt ihr denn gedacht, was es sein soll? Okay, eigentlich... Oh, und es ist Yoshi? Oder was? Okay, also der Hack besteht halt daraus, dass wir nicht wirklich Mario spielen, sondern etwas, was wie Mario aussieht. Vielleicht ein Koopa oder so. Weil in Super Mario World selbst, also nicht Super Mario World, sondern Super Mario World, da gab es ja auch Koopas, die so aussahen. Aber in diesem Hack sieht eigentlich gar nichts echt aus. Also es sieht irgendwie aus, als wäre alles ähnlich wie Mario Produkte, aber im Endeffekt sind die es dann doch nicht. Es scheint ziemlich lustig zu sein, aber... Und das Intro geht auch sehr lange. Okay, wir haben fliegende... Okay, das war's. Also es ist Mario, den wir hier spielen. Na gut, ich glaube euch. King Weeswap Tupa hat Princess Peachy gekidnappt. Geh und rette sie, weil das ist die Story von dem Game. Oh Mann, ich glaube, das war die beste Textbox aller Zeiten. Mario's House. Mario. Du musst alle 4 Switches bekommen, um den... Achso, und hinter den Star Switch Hill zu kommen. Nachdem du in der Lage bist, geh zu Weeswaps Versteck. Viel Glück. Okay, gehen wir mal hier rein. Ist das mein Haus? Oh, das ist mein Bruder wahrscheinlich. Wieso ist hier ein Trampolin? Ich meine, in diesem Haus gibt es nichts außer 3 Coins. Die wir oben sehen. Und sonst so. Das war's. Okay, gehen wir ins erste echte Level. The first level heißt es. Wow, so wird der Hack aussehen. Welt 3, Welt 4. Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Welt 6. Okay, also wir haben einiges vor uns anscheinend. Also ich kann mich nicht ducken wirklich, aber ich kann da oben gucken. Das heißt, meine Augen werden so ein bisschen anders. Gut, hier haben wir wahrscheinlich... Oh. Rex. Ich bin tot. Ernsthaft? Okay. Ich bin tot. Probier es nochmal. Ich hab auf Revent gedrückt und dachte mir, ja, scheiß drauf. Ich bin auch so weit am Anfang. Okay. Also ich soll Mario sein, aber ich würde den Charakter, den ich spiele, viel eher Schmario nennen. Denn das ist das, woran er mich erinnert, an Schmario. Oh. In dem Spiel gibt es auch Schmucks und Schmrexes. Weg mit euch. Au, perfekt. Damit komme ich hier dran. An die Yoshi-Münze. Oder Yoshi-Münze, würde ich ja sagen. Oder wie soll ich ihn nennen? Ich meine, es ist Mario mit Anführungszeichen. Ihr könnt mir ein paar Vorschläge sagen, wie wir diesen lustigen Typen nennen sollen. Ich wäre entweder für Mairo oder für Schmario. Schmairo vielleicht? Nein. Mairo, glaube ich, gefällt mir am besten. Oh, jetzt haben wir eine Schweuerblume. Okay. Oh Mann. Hier ist alles so. Das ist alles so Plagiat, alles. Aber das ist ja, wo es der Hack ist. Also. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Okay, wir sind durch. Und Castle Grounds. Wir können einfach weitergehen, wenn wir keinen Bock haben. Wieso kann ich einfach dran vorbeigehen? Gehen wir mal zum Castle Grounds. Sind das überhaupt Levels? Oder kann ich einfach raus? Ne, kann ich nicht. Schon ein Level zu sein. Switch Zones können, naja, nur erreicht werden, indem man das Secret Exit in einigen Levels erreicht. Mach dir keine Sorgen. Keine von diesen Exits ist schwer zu erreichen. Na gut. Gehen wir in die gelbe Röhre hier rein. Oh. Ist das ein Boss? Nein. Ey, es ist Mario. Der echte Mario. Wow. Kann nicht fett sein. Na gut. Ein bisschen Geld ist hier. So ein Bild von... So ein Bild ist da, okay. Mit diesem M. Diesem M mit den 2 Punkten drüber, wie Bowser Jr. die immer bei Mario Sunshine gemacht hat. Sehr detailreich. Ist es Peach? Oder ist das Peachy? Prinzess Peachy, ich habe keine Ahnung. Ich kann mal sehen, wie viele Switcher wir schon aktiviert haben. Nämlich gar keinen. Kann ich auch wieder raus. Ja, hier. Und das war's. Das war, ich habe keine Ahnung, was dieses Level darstellen soll. Kann ich irgendwie... Achso, klar. Es geht auch nach rechts weiter. Was? Wer bist du denn?
Hallo, wer bist... Ey, warte eine Sekunde, du siehst nicht sehr bekannt aus. Egal, schön dich zu treffen. Okay, du komischer Kerl. Nächstes Level. Goshis Haus. Heißt Goshi, nicht Joshi, nix. Sorry, ich bin nicht zu Hause. Ich bin im Wald mit meiner Familie. Goshi. Switchy Underground, Ender mit einem Secret Exit. Anscheinend brauchen wir einen P-Switch, um hier weiterzukommen. Oder einen Smee-Switch oder so. Krieg einen Krieg einen blauen Switch, um die Blöcke loszuwerden und aus dieser Cave rauszukommen. Hm, das blaue, dieser Block hier drüber sieht sehr interessant aus. Ach so, der hier oben. Ah, ich verstehe, okay. Ein Hinweis also. Tragen die Viecher Hüte? Ach du Scheiße, ich kann dir... Na gut, ich verstehe, man kann sie nicht mit einer Vollblume zerstören. Schmupas. Schwachs. Weg mit dir. Wow. Habe ich hier jetzt wieder fast vergessen, dass ich die nicht erschießen kann. Aber diese Gelblinge kann ich zerstören. Ja, das ist drin. Wow, die rutschen. Was soll das hier überhaupt für Boden immer darstellen? Das sieht komisch aus. Also eventuell müssen wir den gesamten Weg auch wieder zurückgehen hier. Mit einem P-Switch, den wir am Ende finden. Oh Mann. Diese Schmiranja-Pflanzen. Kleiner Fehler, glaube ich, wenn die hier... Was? Okay, warte, ich nehme es zurück. Nein, ich will es nicht zurücknehmen. Die tanzen hier rum und dann kann ich die doch nicht töten. Okay, dann Pech gehabt. Ist kein Fehler. Ist mein Fehler anscheinend. Die Dinger, die klatschen an die Oberfläche und normalerweise denke ich, dann kann man sie töten, indem man sie berührt. Aber nö. Irgendwie doch nicht. Wow. Drei von eurer Sorte, das ist ganz schön viel. Vielleicht zerstöre ich ihn mal. Was ist denn dieses ominöse Ding da? Ist das ein Schmied-Smitch? P-Switch? Ist das so ein Ding? Das ist ein Resetor, falls du den Switch verlierst. Also, das war's von mir. Was? Ich bin nur eine Infobox. Was hast du jetzt erwartet? Ein Song? Was? Lass mich in Ruhe. Das war komisch. Aber wie ich es mir dachte, wir müssen den ganzen Weg zurück mit dem Ding. Aber ist okay. Die meisten Gegner habe ich ja getötet. Gut, die Fische natürlich nicht. Aber die meisten von diesen ganzen Käfern oder so sollten auf jeden Fall tot sein. Vielleicht bleibt noch ein oder so übrig da, weil die mit den Hüten habe ich jetzt nicht alle getötet. Aber der größte Teil sollte erledigt sein. Oder vielleicht doch alle. Ich finde nämlich gar keinen einzigen mehr. Ah doch, da ist einer noch. So, dann mache ich das mal folgendermaßen. Ich drücke hier drauf. Bevor ich in die Röhre gehe, nehme ich dieses Ding hier mit. Ah. Kann hier hoch. Das ist cool. Weil. Bonus Wally. Nein, wisst ihr, was cool ist? Ich darf das gesamte Level jetzt einfach noch von vorne machen. Hier sind einfach nur einmal so ein Ding. Okay. Na gut. Ich glaube, ich habe nicht mal drei Leben bekommen, sondern nur zwei und bin dann aus dem Level gegangen. Ach nee, jetzt muss ich das gesamte Level von vorne machen, das ist ja lahm. Nur weil ich das ein bisschen anders gemacht habe am Ende. Das ist überhaupt nicht wert. Hm. Voll schlecht. Gut, ich töte dennoch alles. Dann brauche ich es auf dem Rückweg nicht mehr ertragen. Feuerblume wendet. Oder wie man die Dinger in diesem Spiel nennen sollte. Keine Ahnung. Ey Mann, der hat mich erwischt. Weg mit dir. Das Layout oben gefällt mir auch. Also ich meine, da steht irgendwie Item. Ich habe jetzt kein Item. Coins. Mario steht da, was die größte Lüge ist. Oh, warte, bevor ich in drei Teile teilt, oder in drei Teile teilt, der verdoppelt, verdreifacht sich ja eigentlich, ja. So, nehmen wir das Ding mit dem lustigen Schnurrbart, was darauf abgebildet ist. Und hauen jetzt erstmal schnell wieder ab. So, das gleiche wie eben, nur dass er jetzt irgendwie gerade nicht gesprungen ist. Was? Okay. Nein. Das muss so sein. Das muss so sein, dass man durch den Boden durchfällt. Was war das denn gerade? Das will ich jetzt nochmal.
Wetten, nee, das war klar, das schaffe ich jetzt, wenn ich es mit Absicht probiere, dann schaffe ich sowas nicht. Das geht nicht, wenn man das drauf anlegt. Nee, ernsthaft nicht. Okay, ich bin irgendwie da gestorben. Soweit, so gut. Wir sind durch, fast. So, hier kam mir, glaube ich, auch nicht mehr viel. Eine leere Höhle. Okay, das Viech ist noch da. Yo. Und Ziel. Alles klar. Sunset Line Ride. Ah, ich verstehe. Spring auf die Plattform und du wirst das Ende vom Level erreichen. Sei vorsichtig, weil kleine Missiles, kleine hier Schussdinger unterwegs sind. Also, im Klartext, das, was wir unter Bullet Bills kennen. Was ist das jetzt? Na gut. Steine sehen auch irgendwie anders aus in diesem Spiel. Warte mal, kann ich oder sollte ich das hier machen? Ich glaube, es war nicht so schlau. Jetzt habe ich nämlich meine Plattform verloren. Ich glaube, ja, die Plattform ist dann weg. Das heißt, am besten da nicht hinspringen. Auch wenn es verlockend aussieht. Ach so, hier muss ich... Ja, gut. So muss man das machen. Man darf das Ding ja nicht aus den Augen verlieren, sonst verschwindet das auf einmal. Hier, das, die Dinger sind Missiles. Nimmt man die Raketen? Ich weiß gar nicht, was auf Deutsch ist. Power-up? Nö. Oh, guck mal, meine Zeit, die ist auch ziemlich knapp. 115 Sekunden. Unter 2 Minuten müssen wir hier fertig sein. Diese Schmanscher sehen auch sehr interessant aus. Was ist dieser blaue Block hier? Ach, ein Stück Wasser. Okay. Hier gibt's Sinn. Ein Stückchen Wasser. Oha. Also auf jeden Fall muss man den Ersteller loben. Der hat wahrscheinlich viel Zeit damit verbracht, die eigenen Grafiken hier zu zeichnen. Die ungefähr für alles hier gemacht wurde, fast. Selbst die Wolken sehen anders aus. Diese Koopas sehen anders aus. Das Einzige, was hier vielleicht nicht anders aussieht, ist dieses Zielding. Ah, Moment. Yeah. Das haben wir auch noch geschafft. Ein Level. Ach, ein Level können wir noch. Fury Fortress. Willkommen zum ersten Schloss mit einem Boss da drin. Oha. Besiege den Boss und du kannst das Schloss, naja, abhaken. Clear. So, du bist ja durch. Du bist ja fertig. Es wird hart sein, aber sehe ich aus, als würde es mich interessieren. Ich bin ein Block. Okay. Ein Schmomp. Die Flügel sehen auch sehr interessant aus. Oh, Skelette. Kettensäge mit Gesicht. Oh Mann, sieht das Viech doof aus. Oh, die fallen. Selbst sie haben Gesichter gehabt, diese Plattform gerade. Ah nein, jetzt wurde ich erwischt. Aber das macht ja gar nichts, hier wird wieder groß. So, was sagt die Infobox? Vielleicht rennen und einen Spin-Jump machen, wird dich hier durch diese Schlucht bringen. Pass auf, wegen dem Bone Guy. Ich wünsche, ich könnte springen. Träne. Oder Sniffe, also... Er ist traurig, er weint. Oder das Ding weint. Die Box weint. Ja, das passiert in diesem Spiel. Sowas soll es geben. Oh, und auf einmal Skulls. Der Endhund gefällt mir, der ist lila. Ey, du irgendwas. Und wir sind beim Boss angekommen. Das war ein kurzer Scrolling-Part. Oh. Schmecks-Schmors oder was. Okay, ich stehe immer Resnor oben dran, aber... Das sind eigentlich keine Resnors, das sind 6 Source. Okay, wir haben die erste Kartoffel gerettet. Wie ist in Super Mario World rettet man Resbor, so heißen die. Okay. Okay, also unser Klempner hat die Resbors besiegt und er hat ein Ei gefunden. Das ist doch keine Kartoffel. Okay. Das sind die uns. Na gut, wir sind anscheinend in der Wüste angekommen. Das machen wir im nächsten Part dann. Ich bin sehr gespannt, wie die Sekt noch weitergeht. Bis dahin.